Es ist nicht zu fassen, dass wir diesen Moment erleben dürfen. Die Segnung, die Einweihung des kleinen Klosters in der Dammstraße. Und wenn ich mich zurückerinnere an die allerersten Anfänge dieser Gemeinschaft, so war es ein eiskalter 1. November 1974 in einem kalten Haus in dem alten Wallfahrtsort Wesley in Burgund, wo die kleine Schwester Marie mit einer anderen, die immer noch lebt, schon über 90 ist, begonnen hat, ein Leben in völliger Armut des Gebetes. Ich durfte damals das Allerheiligste in diese Kapelle, diese armselige kleine Kapelle bringen, stellen durch die erste Eucharistie, die wir dort gefeiert haben. Und heute darf ich fast 40 Jahre später wieder in eine Kapelle zum ersten Mal das Allerheiligste, den Herrn in seiner eucharistischen Gegenwart hineintragen. Seine Vorsehung, seine Pläne sind wunderbar. Mögen viele, viele Menschen hier, wenn sie an diesem Kloster vorbeikommen, wenn sie hineinkommen in die Kapelle, wenn sie die kleinen Schwestern, die kleinen Brüder hier in den Straßen erleben, in ihren Häusern, wenn sie vorbeikommen und auch um das tägliche Brot betteln, mögen sie alle den Segen empfangen, den dieses Kloster für die Stadt, für den Bezirk, für die Menschen hier bedeutet.